Willkommen zurück zu New Super Mario Bros. 2 für den Nintendo 3DS. Im heutigen Part, den ich jetzt zum zweiten Mal aufnehme, weil beim ersten Mal Outer City meinte von wegen, ja, das war eine Datei, die es nicht gibt. Habe ich gesagt, komm, direkt die Aufnahme weg und fange mal neu an. Wollen wir Welt 4 beenden? Und ja, ich kenne die Level jetzt alle in Welt 4, weil ich habe Welt 4 komplett abgeschlossen in dem Part. Mal gucken, wie es jetzt wird. Wir hatten den Beginn mit so einem schönen Wackellevel. Ich mag die Wackellevel übrigens. Die sind hübsch. Guckt euch das an mit diesem Schnee und dazwischen und alles. Das ist toll. So, dann müssen wir einmal hier hoch, denn hier oben ist die erste Starcoin. Boah, ich bin mal gespannt, wie lange ich brauchen werde, weil ich das alles ja jetzt schon wieder kenne, richtig. Ich meine, in dem Let's Play bin ich hier reingegangen. Ich habe das Spiel, glaube ich, zweimal durchgespielt insgesamt. Und das soll schon was heißen, ne? So, wir müssen einmal hier den Koopa Shell mitnehmen. Den Koopa Shell. Denn hier ist eine Ranke drin, die wir hochklettern müssen. Wenn alles im Hintergrund glitzert, klettern wir eine Ranke hoch. So, und hier kriegen wir die dritte Starcoin, indem wir auf die komischen Felder hier springen und hoch. So, hier hochklettern. Und da oben ist die dritte Starcoin. Die zweite. So. Die dritte kommt ja erst später. Haben wir hier den Mittelpunkt? Zack. Haben ihn. Und wo haben wir einen Tanuki drin? Ich glaube hier, ne? Ja, hier ist der Tanuki. Ja, es ist ein bisschen deprimierend, dass ich den Part nochmal aufnehmen muss. Leck mich, Goomba. Leck mich einfach. Dass du genau in dem Moment runtergehst. Deswegen hole ich mir jetzt einen neuen Tanuki. So. Bitteschön. Gib her. Danke. Die letzte Starcoin ist, glaube ich, hier oben. Komme ich von hier aus drauf? Ja, komme ich. Genau, hier, zack. Und schon haben wir das Level beendet. Denn, wenn wir jetzt hier lang springen, dann haben wir schon das Ende da. So. Und so könnte ruhig der ganze Part gehen. Das wäre echt interessant. Wenn ich wirklich in dem Tempo den ganzen Part durchrasen würde und ja, das wäre cool. Ohne Probleme. So, das nächste Level ist freigeschaltet. Wir gehen aber vorher in Welt 4C. Welt 4C steht an, das ist das Level mit Fuzzies. Oder ist es das Level mit Fuzzies? Ja, es ist das Level mit Fuzzies. Yay, Fuzzy Power. So, das Level ist auch gar nicht schwer, ne? So, denn ich möchte kurz vorab das Unterwasser-Level ignorieren. Ich habe meine Gründe. So, wir fliegen einmal hier rüber. So, holen uns hier das Ding. Och, nö. Jetzt hab ich meinen Tanuki verloren. Toll. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Egal. Wir haben hier zum weiteren auch eine Starcoin. Können wir uns jetzt holen. Die befindet sich hier oben an einer Röhre. Können wir uns eine Feuerblume holen. So, triff mal. Danke. Ui, 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 ui. Das war gefährlich. War so nicht gewollt. Stirb! Übrigens finde ich sehr interessant, dass die ganzen Gegner am weißen Rand haben. Guck genau hin. Also wenn sie diese, sich aufbreiten. Dann haben sie so einen weißen Rand um sich rum. Warum auch immer. Soll das die Hitbox darstellen? Wer weiß das, wer weiß das, wer weiß. Ich habe übrigens so ein ganz komisches Gefühl gerade, was mein Headset angeht. Nachdem dieser Fehler halt von Outer City kam, dachte ich mir jetzt von wegen, ja, alles ist gut, aber irgendwie, ja, ich werde es in der Aufnahme sehen. Wenn ihr diese Aufnahme auf YouTube seht, dann auf jeden Fall, mit Erfolg. So, schnell hoch. Denn, ach nee, das erstmal kam das hier, genau. Ja, okay, dann eben nicht. YOLO, 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 YOLO. So. Hol uns kurz die Blume, damit wir hier sicher durchgehen können. Und hauen den Fuzzy nochmal kaputt und haben das Level ja auch schon beendet. Alle drei Starcoins, FC ist durch. Also fast. Jetzt haben wir es durch. Und sammeln damit unser 150. Leben. Ein Glück, muss ich zugeben, werden die Punkte, beziehungsweise die Zeitpunkte, also die Zeit, die noch übrig ist, nicht zu Münzen, wie in Super Mario 3D Land. Das wäre einfach viel zu viel. So, was kommt jetzt? Das Level, was ich so gefeiert habe, weil es mich in einer Tour verarscht hat im letzten Part, also in dem Part, den ihr nicht gesehen habt. Ach, das war unglaublich, ey. In dem Level gibt es einen Mr. Fish. Der Mr. Fish ist der da. Und... okay. Wo auch immer der Stern herkommt, den wusste ich... den kann ich noch gar nicht. Oh, man kann sich hier einen Sternenmann machen.
Nein, weh, der Stern ist jetzt weg. Ich will meinen Stern haben. Komm her. So. Ich weiß gar nicht, ob man hier Sterne sammeln kann. Ich bin gerade ganz neu. Okay. So, einmal einsammeln. Alter, wie lange wir damit aktiv sind, ne? So, wie lange hält er noch? Bis dahin. Aber wir haben ja einen neuen Stern. Von daher, stirb, Fischmann. Kriegen wir noch mehr Sterne? Nein, ich glaube, die Sterne sind zu Ende. Ach, die Sterne sind zu Ende. Wie traurig. So, du da unten, du Drecksack. Das werde ich einfach nicht vergessen in dem Part, den ich heimlich auf... Also, was heißt hier heimlich aufgenommen? Nebenbei aufgenommen habe. Der Drecksfisch, ey. Ich gehe da so runter, will wissen, ob da was ist. Da war im Endeffekt nichts. Und was kommt? Da kommt dieser Fisch da unten. Und du kannst gar nicht so schnell reagieren, da war der da. So, da können wir übrigens nicht durch. Das ist ein Trick. Hallo? Sind wir schon wieder zurück? Blödes Ding. Ich weiß gerade gar nicht den Namen von dem Viech. Wie heißt das? Von dem Viech, ne? Das ist ein Viech. Das ist kein Viech, das ist ein Viech. Frage, die ich jetzt habe, können wir auch zurück? Ja, es ist mir auch lieber. Das ist allein schon von der Tatsache, dass es schneller geht. Ah! Noch ein Stern. Hey, wir haben noch mehr Sterne. Da wir eh am Ende des Levels sind, ist es auch voll vom Belang. Hier ist der dritte Starcoin drin. Ich will noch kurz holen. So. Ups. Das war nicht so gewollt. Egal. So, und jetzt noch ganz schnell nach oben, denn da kommt wieder so ein Fisch an. Da. Hallo? Friss mich ruhig. Das schaffst du eh nicht. Du bist einfach viel zu lahmarschig. Und damit haben wir das Level geschafft. Das war extra. Das war definitiv extra. So, nächstes Level geschafft. Und, Alter, ich bin in der Hälfte der Zeit unterwegs. Wow. Das ist unglaublich. Also ich war hier vorhin, nach dem letzten Part, habe ich 13 Minuten gespielt und jetzt habe ich, ja, ein bisschen mehr als die Hälfte, aber trotzdem. So. Das Burglevel! Das ist auch einfach. Wenn man weiß, wie es geht. Fuck off. Ich scheiß auf den Münzblock. Und holen uns einen zweiten... Yay, wir haben einen zweiten Tanuki bekommen. Genau, hier müssen wir oben reinklettern, indem wir hier das Ding aktivieren. Einmal kurz den P-Switch. Ja, willst du wohl? Wenn wir da oben reingehen, dann kriegen wir auf jeden Fall die... Nein, ich will die jetzt nicht versauen. Dankeschön. Dankeschön. Das wollte ich doch schon immer so machen. So. Ich frage mich gerade nur... Das nehme ich euch in Kauf. Ob ich hier irgendwo auch ein Item kriege. Denn irgendwie lassen die Items gerade so ein bisschen nach. So. Ist hier ein Item drin? Ja. Sehr schön. So, wir haben schon 2 von 3 Starcoins. Hier ist die dritte, soweit ich weiß, drin. Ja. So. Damit haben wir sie. Können wir auch hier unten lang gehen? Ja, können wir. Er führt uns auch aus dieser Röhre raus. Ich bin im vorigen Part oben reingegangen. Ja. Okay. Ich wollte gerade fragen, wo ich hin soll. Oben rausgegangen. Da, das führt dann zur selben Röhre einfach. Das war einfach dieselbe Röhre. Damit haben wir die Burg. Alter Schwede. Also wenn ich das alles wieder genau kenne, dann ist das gar nicht mal so schwer. So, und der Boss, ich muss echt zugeben, der ist auch kein Problem. So. Meins. Übrigens ist das Kampf so, dass er Spikebälle wirft. Kein Problem eigentlich. Zack. Denn immerhin kommt er ja nicht. Er wird ja noch nicht mal zum Angriff kommen, das ist das Traurige. Ich werde den sowas von fertig machen. Da, das war's schon. Kein Problem für mich. Hallo, komm her. Dankeschön. Und damit haben wir den zum Burg geschafft. Yay! Und das noch nicht mal 10 Minuten, okay. Wofür ich vorhin 17 Minuten gebraucht habe, habe ich nur 10 Minuten gebraucht. Also wenn ich das kenne, dann bin ich fast doppelt so schnell. Wow. Das ist cool. Ah, Ludwig van Cooper.
Welt 5, der Wolkenwelt, soweit ich weiß. Oder? Ja, doch, ich glaube, das ist die Wolkenwelt, ne? Ja, also die Himmelswelt eher gesagt. Eine sehr hübsche Welt. Was kriegen wir für eine Musik? Ah, okay. Die Musik. Ich finde die nicht cool. Ich muss mal gucken, wo wir hin müssen, denn wir müssen eine Kanone nehmen, damit wir auch eine andere Welt noch besuchen können, die vor Welt 5 kommt. Ich glaube, das ist die Kanone. Oh je, wie kommen wir nochmal an die Kanone dran? Ja. Okay. Ich bin gerade verwirrt. Ich habe auch eh noch ein Secret Exit übersehen. Und zwar in der Burg. Oh, wir müssen noch so viel machen. Oh Gott, ich gehe mal kurz hier rein. Ich denke mal, hier wird das Secret Exit zur Kanone führen, weil es gibt keinen anderen Weg. Das ist der einzige, der noch offen ist für die Kanone. So. Und zwar denke ich einfach mal, dass der einfache Weg, der gelbe, zum Secret Exit führen könnte. Hoffe ich mal. Wir kennen das Level ja noch, ne? Das war so ein schönes Level. Oh, es war ein hat das gescrollt damals? Hat das echt gescrollt? So. Derselbe Scheiß, muss ich echt zugeben. Nur alles ohne Starcoins. Das ist... Oh. Das ist echt gemein. So. Nein, 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 nein. Dankeschön. Was haben wir hier? Nein! Ey, oh Gott, das ist... Dasselbe blöde Level, nur ohne Starcoins. Das ist nicht nett. Das ist gar nicht nett, ey. Was soll das? Aber was war hier nochmal? Ich glaube, hier war dann das Original-Exit, oder? Oder? Vor allem, warum gibt es denn zwei Wege? Das ist doch richtig asozial. Moment mal, ist das anders? Ist, glaube ich, ein bisschen anders, ne? Oder? Oder täusche ich mich jetzt da etwa? Gerade keine Ahnung. Okay, dann eben nicht. Also, ich habe so ein Gefühl, das ist sogar gemein. Das ist sogar gemeiner, weil hier überall diese Stachelbällen noch dazukommen. Die waren doch, glaube ich, da damals nicht dabei. Oder? Oder? Normales Exit. Wo war das Secret Exit in dem Level? Vorhin, ich verstehe das nicht. Es ist einfach exakt derselbe Weg und ja. So, ich bin aber hier nicht zum Münzen sammeln, sondern ich möchte gerne den Secret Exit finden. Ein Versuch gebe ich mir noch und dann, ja, mal gucken. So, sind klein, das ist gut. Was heißt, das ist gut? Wir können auch den oberen Weg nehmen. Macht, glaube ich, jetzt gerade keinen Unterschied mehr wirklich. Bei dem, was ich gesehen habe, macht das keinen Unterschied. So, einmal annehmen. Ach, es ist einfach nur schneller. Okay. Das erklärt so einiges. Aber ob das wirklich 3 Starcoins wert ist, ich zweifle dran. Wirklich, ich zweifle dran. Haben wir hier irgendwas? Das wäre so schön, wenn hier irgendwas wäre. Leben. Wo ist das Secret Exit? Das muss doch hier irgendwo sein. Oder? Jetzt können wir auch die Wege vergleichen. Und hier sind... Doch, hier sind Stachelbälle. Okay. Wollte ich mich gerade schon beschweren, dass hier keine Stachelbälle sind. Aua. Ich habe gerade keine Ahnung, was Secret Exit ist. Und echt, hier sind überall Stachelbälle. War das echt auch so im Vorgänger? Jetzt, wo ich am Überlegen bin, ich habe keine Ahnung mehr. Echt keine Ahnung mehr. Das Level ist auch schon beendet. Ich habe keine Ahnung, was Secret Exit ist. Ach Gott, wo war das denn nochmal? Wo war es denn nochmal? Befassen wir uns dann nochmal mit im nächsten Part.
Dann können wir es bestimmt finden. Ich würde also sagen, Leute, danke, dass ihr reingeschaltet habt. Wir haben heute denselben Fortschritt gemacht, den wir eigentlich im vorigen Part, den ich nicht aufnehmen konnte, auch gemacht haben. Der einzige Unterschied, wir haben nochmal ein Level versucht, um Secret Exit zu finden und haben nur Münzen gefarmt. Egal, bis zum nächsten Mal, Leute. Danke fürs Reinschalten. Leute, danke fürs Reinschalten, ne? Bis zum nächsten Mal, Leute. Danke fürs Reinschalten. Und Masala Vista, Baby.